für den Sieg. Nicht mal für den Sieg. Einfach nur beschämend. Im Gefängnis. Kommt jetzt der Shogun auf die Insel? Oder wie? Wer weiß. Ehre und Asche. Was wollt ihr? Fürst Shimura hat euch Sake geschickt. Zum Dank für die Rückeroberung seiner Festung. Ich bewache den Gefangenen. Der geht nirgends hin. Wenn ihr wartet, trinken eure Freunde alles allein. Ich habe nur Wasser getrunken, seit wir hier gekommen sind. Ihr habt ihn euch verdient, mein Herr. Wusste ich's doch. Er befreit uns. Kenji, was tut ihr da? Wonach sieht es aus? Los jetzt! Wenn ich fliehe, kann ich unser Volk nicht vereinen gegen den Khan. Mein Onkel wird mir nie mehr trauen. Wenn ihr bleibt, schickt er euch zum Shogun zur Verurteilung. Die Befehle kamen gerade an. Das Volk braucht euch, Fürst Sakai. Yuna braucht euch. Wo ist sie? Im Norden, folgt dem Khan in die frostige Ödnis. Sie hat euer Schwert. Sie wartet auf den Geist. Vergib mir, Onkel. Findet Masako, Norio und Sensei Ishikawa. Bringt sie nach Omi. Yuna und ich öffnen den Pass und ihr stoßt zu uns. Sie wartet in Kin mit eurer Ausrüstung am heiligen Baum. Euer Pferd ist in den Ställen draußen. Laut einer Dienerin ist beim Tor ein Stück Zaun beschädigt. Dort könnt ihr hinausschleichen. Ich lenke die Männer draußen ab. Aber ich will nicht hier sein, wenn sie merken, dass ihr fehlt. Danke, Kenji. Okay. Guter Kenji. Nichts wie Rekio. Wie schmeckt euch der Sake, meine Herren? Gut genug. Gestand brennender Mongolen zu vergessen. Alles hier stinkt nach Tod. Dank dieses verdammten Geists. Hier geht's nicht zum Tor. Nicht würdig, sich Samurai zu nennen. Hier, ich schenke euch nochmal ein. Ich habe gehört, dass er heute Abend eine Rede vor dem Hauptgebäude hält. Bin ich sicher? Hoffen wir es. Wie er sie getötet hat, das ist kein Mensch. Was denn dann? Das ist doch nur Gift gewesen. Mein Gott, die Leute, echt. Ihr Aberglaube. Von Dämonen und alles nur Menschen. Es gibt keine Dämonen. Götter und Drachen. Ihr seid der Geist. Seid leise, bitte. Da vorne ist ein Stück Zaun kaputt, mein Herr. Bestimmt könnt ihr dort hinaus. Danke. Keine Sorge. Wir halten alle zu euch. Okay. Hier unten durch. Auf sowas fallen wir nicht mehr hier herein. Ja, ja. Wo kriege ich denn meine Rüstung her? Auch meine Geistrüstung. Das war knapp. Über die Macht von 5 Clans. Verlor alles in einer Schlacht. Der Bruder war schlichter Pech. Bedenkt, was er seitdem erreicht hat. Mit ein paar Bauern, ein paar alten Krieger und seinem widerspenstigen Neffen. Es ist wahr. Fürst Shimura hat mit wenig Ressourcen sehr viel erreicht. Doch seine Fehltritte häufen sich weiter. Der Khan ist ihm entkommen. Und Fürst Sakai bedroht jenen Frieden, für den wir kämpfen. Wenn Fürst Shimura
Ritterclan seinen Kampf beenden. Nein, 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 nein. Was? Wer zur Teufel hat mich denn jetzt gesehen? Scheiße, war das knapp gerade. Bin ich so im Licht laufen. Gehabt. Hier komme ich durch. Hage. Fürst Sakai ist geflohen. Verdammt. Ist schon rausgefunden. Am besten, ich bleib auf den Dächern. Schnell zu Kage und dann... Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Nord. Ihr beiden, sattelt auf. Der Rest von euch ans Tor. Idioten. Wir sollten einfach nur mal nach oben gucken. Kage. Mein treuer Kage. Los, hauen wir ab. Oh, nein! Nein, Kage! Wir müssen nach Kinn. Juna wartet auf uns. Lebt er bestimmt nicht. Nein, Kage, mein Schatten, mein treuer Begleiter. Ich konnte dich nicht beschützen. Nein. Armer Kage. Leb wohl. Akt 3. Töte den Khan. Wald. Grab eines treuen Freundes. Da ist Kage. Danke für diese lange Zeit, die ich auf deinem Rücken verbracht habe. Du warst ein guter Freund. Hi. Ich brauche meine Ausrüstung. Mongolen. Juna. Scheiße. Sie haben alles verbrannt. Juna kann noch am Leben sein. Ja, die ist eine Überlebenskünstlerin. Sie sagte, Juna wäre beim heiligen Baum. Ja, keine Waffen. Ich muss mich versteckt halten.
Na toll. Nicht eine Waffe. Überall Mongolen und dieser Baum ist total abgebrannt. Entlang am Feuer. Da ist wieder einer auf dem Felsen. Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yuna bald. Der Sturm könnte aber eine gute Tarnung sein. Kann ich sie nicht einfach mit bloßen Händen töten? Okay. Una ist am Baum. Der Baum ist dort drüben. Scheiße. Ich komme da gar nicht vorbei. Hinter das Haus. Hat's uns gesehen. Ich muss hinter das Haus. Da sind noch mehr. Scheiße. Vielleicht durch das Haus? Durch das Haus. Leise. Niemand zu sehen. Warte, wie sieht's oben aus? Oben ist niemand. Könnte aus dem Fenster oder noch weiter höher. Ist er noch weiter höher? Baum näher. Okay. Sehr gut. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Nicht gut, gar nicht gut. Mist. Mist, verdammt. Wie soll ich jetzt wieder hochkommen? Vor allem sind hier überall Schützen. Komm schon, ich schaff das. Verdammt, Feuer. Da. Nein. Oh nein, das ist nicht Yuna. Yuna ist nicht hier. Doch diese Menschen. Sie waren bestimmt Opfer der Mongolen. Was sonst? Okay, weiter. Ah, warte. Blut. Doch keine Wunden. Arbeiten die jetzt auch mit Gift? Das ist eine ganze Straße voll.
Sie lernen vom Geist, so wie es aussieht, hä? Sieht so aus, als hätten die Blut gekotzt. Mehr Dorfbewohner. Wodurch starben sie? Sie haben von dir gelernt, Jin. Sie haben von dir gelernt, die Mongolen. Ihm läuft Blut aus dem Mund. Riecht nach Wolfswurz. Die Mongolen wissen, wie man mein Gift macht. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Mukus Martinik! Ah, oh! Oh, das ist auch noch ein vergifteter Pfeil gewesen. Sie haben mich vergiftet. Und jetzt? Ich kann sie im Sturm abschütteln. Wohin? Ach, du Scheiße. Wo lang? Oh, Scheiße. Wo läufst du denn hin? Du läufst ja wieder zurück. Ah. Ich wollte nicht zurücklaufen. Die Mongolen wissen, wie man mein Gift macht. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Mukus, Martinik! Wollt über die Brücke. Lauf, Jin. Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Hey, jetzt läuft er. Komischerweise hat er plötzlich umgedreht und... Egal. Was? Yuna, bist du das? Zum Glück bist du wieder wach. Ganz deiner Meinung. Die Mongolen haben mein eigenes Gift benutzt. Woher haben sie es? Ich weiß es nicht. Aber sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Kien getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Khotun Khan töten. Seine Armee ist jetzt in einer Festung an der Küste. In Izumi. Wir brauchen ein Sammellager in der Nähe. Ich schaue, was ich finde. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Okay. Meine Sachen sind in der Drohne. In der Truhe. Ich muss Yuna finden. Ja, ja. Ich höre eine Flagge. Wo ist die? Pfeile, Leinen. Jawohl, alles her damit. Alles her. Wo ist diese Flagge? Das ist gar keine, oder? Ja. Ich vermisse Kage. Treues Pferd. Wo ist Yuna? Verlassener Außenposten, so wie es aussieht. Aber nicht überrannt von Mongolen. Hat sie es gesäubert? Sicherlich. Da ist ein besserer Ausblick. Okay. Klettere hinauf und sieh hinüber zum Berg. Ein Versteck. Irgendwo beim Berg. Hm.
Beim Tempel vielleicht. Die Yogaku-Pagode. Geschützt, verteidigungsfähig und in unmittelbarer Nähe zur Festung des Khans. Okay. Da wäre nur ein Problem. Die Mongolen besetzen sie. Das lässt sich beheben. Auf zu den Pferden. Welche Pferden? Ich hab kein Pferd mehr. Was ist mit deinem Pferd? Auf der Flucht schossen die Wachen auf uns. Sie töteten Kage. Tut mir leid. Dann müssen diese hier halten. Vorerst. Okay. Das ist deins. Na ja, gut, dann komm. Nehme ich dich halt. Bisschen ramponiertes Pferd, hey. Es wirkt so ein bisschen, als würden ein paar Fellstellen fehlen. Was? Oder ist es einfach nur gefleckt? Oh, ein Artefakt. Oh, was haben wir denn? Nein. Was haben wir denn da für ein Artefakt? Lass mal sehen. Und zwar eine Belagerungswaffe. Die fortschrittliche Belagerungswaffen der Mongolen, die hauptsächlich für den Angriff auf die befestigten Städten verwendet werden, machten deutlich, wie wichtig Technologie und Ingenieurskunst für die Kriegsführung sind. Die Mongolen machen sich das Wissen von Gefangenen und Untertanen aus ganz Asien zunutze, darunter arabische Peitsche und chinesische Experten. Ach, persische, da Peitsche, okay, arabische, persische und chinesische Experten, um ihr umfangreiches Arsenal zu entwerfen. Okay. Persisch, Peitsche. Alles klar. Sind diese Menschen aus Qin? Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Ich konnte dich ihnen nicht überlassen. Mein Onkel brauchte einen Sündenbock. Und ich war seine erste Wahl. Er wollte mich nur beschützen. Gemäß seiner Pflicht vor dem Shogun. Ich ergab mich, damit du nach Norden fliehen und den Khan verfolgen konntest. Shimura ist sehr nah, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Ja, eben. Wenn wir den Khan töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Ich brauche Fürst Shimuras Vergebung nicht. Bedauerst du nicht, wie es jetzt ist? Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet. Doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkt. Ja. Los geht's. Na los, du Klappergaul. Klapprige Schindmähe. Hier gibt's jetzt auch eine klapprige Schindmähe. Oh, hier ist noch eine Blume. Die nehmen wir auch gleich mit. Im Schneegebiet. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände ausspähen. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Okay. Der Wald hier ist sehr dicht. Gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder eingefrorenen See. See, das hört sich doch gut an. Vielleicht kann man die Mongolen da ein bisschen ertränken.
Schauen wir mal. Eine Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Sie haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf, dann erobern wir den Tempel. Gut. Klingt auch nach einem Plan. Los geht's. Okay, sind nur die zwei Jungos hier. Und der dritte kommt da oben. Gut, abwarten. Vielleicht erzählt er den beiden einen Witz. Zack! Zack! Und... Auf Wiedersehen. Schrei doch nicht so. Gerade gedacht, ich hätte irgendjemand gehört. Nimm mich noch mit, Kunais. Nimm mich auch noch mit. Okay. Weiter geht's. Hier ist keiner mehr. Komisch. Na dann. Bediene ich mich mal. Danke. Und wieder zurück. Gefängnisse. Ist da jemand drin? Scheiße, nicht mehr im Leben. Erfroren. Schrecklich. Arme Schweine. Na, wenigstens haben sie uns ein paar Vorräte dagelassen. Auch erfroren. Das werden die Mongolen bereuen. In der Kälte umgekommen. Mongolen-Bastarde. Meine Worte. Was ist denn jetzt wieder für ein Artefakt? Mongolen-Artefakt. Ein Gefangenensarg. Das Mongolenreich nutzte Angst und Schrecken als Waffe, um seine Feinde einzuschüchtern und zu demoralisieren. Und zwar mit großem Erfolg. Besonders Bestrafungen konnten unfassbare, grausame Formen annehmen. Ein Beispiel dafür ist die Einmauerung, bei der ein Gefangener über einen längeren Zeitraum in einen engen Raum eingesperrt wird. Oft wird ihm auch Essen und Wasser verweigert, bis er irgendwann stirbt. Krass, die haben die Menschen da in diese kleine Kiste eingesperrt und hungern und dursten lassen, bis sie gestorben sind. Der Gefangenensarg. Das ist ja keine Erfindung, ne? Das ist ja, also, das ist ja kein Fantasy. Das war früher wirklich so. Alleine die Vorstellung ist ja schon heftig. Da guckt ein Kopf raus. Er musste mit dem ganzen Körper da drinnen und nur sein Kopf hat rausgeguckt. Einfach erfroren. Kranke Bastarde. Okay.
Feuer sind welche. Nochmal. Du musst ganz schnell spucken. Okay. Hat es jemand gesehen? Ja, der da oben. Der rennt davon. Und sein Kollege, hey, wohin? Ah, vielleicht muss er nur aufs Klo. Jetzt geht er nach oben und guckt, ob da alles in Ordnung ist. Sieht er die Leichen? Und tschüss. Was? Aber wo kommt der denn her? Der war doch gerade eben noch nicht da. Der Mund bei Starla. Ah, verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Oh. Egal. Dann machen wir dich halt so fertig. So, das war der letzte. Bitte, ich bin niemand. Haltet still. Oh, warte, ich nehme noch ganz kurz das Leder hier und die Vorräte. Und. Okay. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier. Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. Okay. Müssen wir nach oben, ne? Vorräte mitnehmen. Pfeile. Habe ich Pfeile verbraucht? Nee, habe ich nicht. Na gut. Okay. Was ist das? Da ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zunutze. Warum lagern die Sprengstoff auf dem Eis? Sind die dumm? Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Okay. Halte Wache. Ich locke sie heraus. Warte. Dann muss ich kurz auf Pfeile und Feuerpfeile umwechseln. Okay. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sollte zurück zu dir. Kabam! Kabam! Funktioniert. Sie sind auf dem Eis. Wartet noch. Warte noch. Warte. Warte. Und Feuer! Na, es waren nicht alle. Ja, egal. Kommt schon! Ne, wir bleiben hier drum. Na kommt schon! Leute, wo bleibt ihr? Brave Jungs! Brav! Na komm schon. Das war's. Ist da auch noch einer? Achso. Komm doch her. Die Bastarde sind erledigt. Klar sind sie alle erledigt. Wo willst du hin? Ah, das war gut. Ciao.
Niemand entkommt mir. Huch. Hä? Wo kann ich den nicht erstechen? Hä? Ach, egal. Das hat gut funktioniert, aber keiner ist richtig eingebrochen und ertrunken. Lol. Ich dachte, die ertrinken voll, aber das Eis ist ja Kilometer dick. Na gut. Los zum Tempel. Wir müssen den Angriff sorgfältig planen. Der Wasserfall ist gefroren. Klettern wir hinauf und dringen von hinten ein. Auch eine Idee. Na dann. Der Wasserfall. Los. Mir nach. Oh nein! Mist. Das war schon ganz richtig, aber nein, ich bin wieder falsch. Wir haben den Krach da unten draußen nicht gehört, oder was? Die da drinne. Egal. Nur der Kriegsherr und seine Wachen. Wenn er leidet, ergreifen sie die Flucht. Okay. Dann holen wir uns den. Mach's gut! Zack! So sieht's aus. Kommt her! Ergreift die Flucht vom Geist! Zack! Das war dein Arm! Der nächste, kommt her! Lauft! Zack. Ihr wollt nicht laufen? Gut, dann eben so! Was hast du vor? Die armen Mönche angreifen, ja? Nichts gibt's! Hei! 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 Und... Ah! Sehr schön. Hei! Die Menschen... Die Mönche sind gerettet. Geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. Okay. Oh, warte mal. Was sehen? Was sehen meine entzündeten Augen? Leder und Vorräte. Den haben wir es gezeigt, oder? Ich sammle noch hier ein paar Kunais auf. Oder vielleicht auch Vorräte. Ja, Vorräte sind auch noch da. Gut. Jetzt sind wir wieder die Helden hier. Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Hey. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Koto Nashimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Armee zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle. Ehre und Asche. Abgeschlossen. Meine Legende wächst. Der tosende Sturm. Nice. Mehr Entschlossenheit und mehr Gesundheit. Okay, wir haben Talisman von Schwarzpulver, Bomben, getroffen werden, Gegner, Feuer. Ja, okay.
Das finde ich jetzt nicht so interessant, aber ja,